Wo kommst du auf einmal her? Stopp! Du bist kein Gespenst, oder? Ui. Der Arm sieht ja wild aus. Puh. Eins steht schon mal fest. Wir haben reichlich zu bereden. Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen, welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Purapet überreicht. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? Aber das Masterschwert ist weg. Da kann man von Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Ja. Oh. Thank you.
Na, Freunde. Ja, es tut mir leid. Ein Fehler, der mir jetzt passiert ist. Ich habe euch ja die Cutscene zum Glück am Anfang dran geheftet. Was ist passiert? Naja. Mir ist was Blödes passiert, sagen wir es so. Und zwar habe ich einmal vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ich habe einen kompletten Part nur mit Sprache aufgenommen. Naja, und jetzt sind wir hier. Die Cutscene von Anfang an, die war von Pura. Die habe ich allerdings reingeschnitten. Also man ist nicht gleich hier. Man muss von diesem Spähposten aus, da kommt man rein, da wird man von Pura hierher geschickt zu dem Typen hier. Und ganz besonders dämlich, was hier passiert ist. Natürlich, ich bin da auch hingegangen, habe ein paar Schreine erledigt. Der ganze Part ging so ungefähr an die 16 Minuten. Also ich habe den Schrein hier gemacht, den hat man ja noch gesehen. Ich war schon in Kakariko, da konnte man den Schrein nicht machen, der war eh egal. Ja, ich habe noch einen Stall entdeckt hier. Da weiß ich es gerade nicht. Den Schrein, den haben wir noch nicht gemacht. Gut. Prinzipiell ist es jetzt nicht so schlimm, weil es sind vielleicht ein paar Crocs, die ich nicht gezeigt habe. Ja, ich bin einmal verreckt. Das ist aber, glaube ich, auch nichts Neues. Ostbrunnen. Ja, okay, einen Brunnen habe ich auch erkundet. Da war jetzt aber nicht wirklich was. Also, ist jetzt nichts Melodramatisches, sag ich mal. Ich werde in Zukunft eher darauf achten, dass das funktioniert. Beziehungsweise mir ist es erst jetzt aufgefallen. Also ich habe einen Part habe ich überhaupt nicht aufgenommen. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr welcher, weil das ist jetzt 3 Tage später, wo mir das passiert ist. Und das Dämliche daran ist halt, dass der blöde Speicherstand meint. Nee, du. Kein Bock drauf. Jetzt habe ich den Croc nicht angesammelt, ich hirnloser Idiot. Das war ja mal wieder selten schlau. Naja. Hilft ja nichts. Gut, das heißt, ich kann leider nicht sagen, welche Parts wohin gehören. Ich nehme an, dass da ein paar schon gespeichert wurden. Allerdings nicht alle. Zumindest so meine Befürchtung. Also von einem weiß ich, das ist gerade leider der Part, wo ich Pura getroffen habe. Ja, und im Übrigen, Reiselanze, nur mal, dass man es gesehen hat. Es sind leider alle Parts im Arsch, die was dazwischen aufgenommen wurden. Leider. Das ist ganz blöd, aber ja, inklusive dessen, dass ich dem Typen hier nochmal helfen muss. Wie war das nochmal schnell? Ja, genau, so. Muss mich wenigstens nicht rumärgern, weil jetzt weiß ich schon, wie es geht. Man kann da leider nichts dran helfen. An diese Teile. Aber Leute, so schwer ist es gar nicht. Man muss lediglich Folgendes machen. Man fügt auf der einen Seite so ein Stämmchen dran. Und auf der anderen, dann steht das Ganze wie von selbst. Es ist von der Physik her ein bisschen blöd, aber ich habe keine Ahnung, wieso es da, also wieso es die Engine so dämlich platzieren muss. Sehe ich ehrlich gesagt nicht so ein. Notfalls nicht verbinden einfach. Kürzliche Hilfe. Ja, okay, der labert meistens das Gleiche.
Bitte. Kerzen gerade. Großartig, fällt nicht um. Schrauben wir es fest. Perfekt. Der macht immer dasselbe. Also, er will immer dasselbe. Wir müssen ihm halt helfen. Und das, wir kriegen, glaube ich, immer dieselbe Belohnung. Ich hoffe nur, dass das nicht so blöd gemacht ist, dass man ihm jedes Mal helfen, oder dass man ihm überhaupt helfen muss. Dass man da einen... Habe ich meinen Kaffee mitgenommen? Oh, fuck, ich glaube, den habe ich stehen lassen. Naja. Moment mal kurz, ich gehe mal kurz meinen Kaffee holen. So Leute, kann wieder weitergehen. Ich habe meinen Kaffee tatsächlich unter der Kaffeemaschine vergessen. Ist insofern blöd, weil erstens Kaffee ist teuer und zweitens, wenn das Zeug draufspült, also wenn die Kaffeemaschine dann irgendwann den Abschaltmechanismus einleitet, dann bekomme ich Spülwasser in meinen Kaffee und das ist nicht ganz so toll, wie man sich vorstellen kann. Okay. Ja. Oh, ich sehe was, was ich nicht sehen will. Egal. Irgendwann müssen wir sowieso nach Schloss Hyrule. Das heißt, ich kann den Croc, den ich da noch gesehen habe und von dem ich auch noch weiß, nachholen. Hey, der Typ. Dies ist eine Batteriemaschine. Zusatzbatterie. Okay, Gesamtkapazität der Batterien. Oh! Ja, bitte. Alter, wie viele will der? Holy shit. Wie viele habe ich überhaupt, ist die Frage. Ist die bessere Frage. Sonau. Energiesphären. Nach Typ sortieren, bitte. Energiekristalle. Okay, da habe ich, glaube ich, gar keine. Aber nice, dass man das erweitern kann. War mir aber ehrlich gesagt auch irgendwie klar. Weil gewisse Rätsel kannst du halt wirklich nur lösen. Wenn du das hast. Okay. Was ich noch erfahren habe... Geschuldet der ganzen, naja, ich nenn's mal, Spoilerfreihaus. Ey, was machst du? Das sind Joshas Werkzeuge, die Erforschung der Abgründe. Die kannst du nie einfach nehmen. Was machst du denn? Du kriegst Anschiss. Naja, ist ja gut. Ja. Okay. Was ein bisschen schade ist, Tagebuch, Missionen, Episoden, Nebenaufgaben, Karten, Alben, momentan nicht verfügbar. Ja, hier ist Pura. Ah, willkommen zurück. Hast du es etwa herausgefunden? Weißt du, du hast Prinzessin Zelda vom Schloss aus gesehen? Sie ist zu einem Licht geworden? Ja, willst du mich verarschen? Du erzählst immer die wildesten Sachen. Aber wenn du es wirklich gesehen hast, muss ich dir wohl glauben. Das heißt, wir müssen völlig anders an die Suche herangehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Prinzessin zu einem anderen Ort geflogen ist, und sollten wir wohl den Kataklysmus erforschen, dessen Folgen überall so beobachten sind. Klingt logisch, oder? Nein, eigentlich nicht. Es gibt da ohnehin ein paar Orte, über die ich mir schon Gedanken gemacht hatte. Und ich bin mir sicher, dass es uns deren Erforschung auch auf die Spur der Prinzessin bringen wird. Du hast das Pura-Pet bei dir, oder? Kann ich mal kurz sehen? So, meine Güte. Sieht das mitgenommen aus? Was hast denn du damit angestellt? So, welcher Knopf war nochmal für die Ah, ja, genau. Ah, tut mir leid. Jetzt wollte ich auf dem Pura-Pet die Karte von Hyrule aufrufen, aber der Kartografierturm, mit dessen Hilfe sie erstellt wird, ist noch gar nicht bereit. Joscha, wie steht's um den Kartografierturm? Also... Grundsätzlich ist er fertig.
Da hinten sieht man sogar schon eine Höhle. Oh, und einen Turm, da könnte ein Groggy sein. Ah, der Teleporter muss noch abgestimmt werden. Der Teleporter sollte ein Kinderspiel sein. Okay, die trägt so eine Mischung aus Flipflops und High Heels, sehe ich gerade. Was zum Teufel? Wie kann man mit sowas laufen? Gut, ich meine, ich weiß generell nicht, wie man mit Absatzschuhen da laufen kann, weil ich bin ein Mann, ich trage sowas eher nicht. Ja, okay, hier findet man natürlich auch alles, was man braucht. Inklusive Schutzraum, wo man sich ausruhen kann, Gratisbetten und so ein ganzer Schmarrn. Man kann hier auch Sachen kaufen. Die machen jetzt mal eine Kartografie-Tun fertig. Und jetzt bekommen wir auch ein Item, was ganz wichtig ist. Ist nämlich folgendes Turm. Das hier hin, nein, das müsste so. Und fertig. Ah, Link, bist du bereit? Ach, ich habe meine Vorbereitungen abgeschlossen. Jetzt sollte der Teleporter funktionieren. Fehlt nur noch eins. Hey! Yoshi hier. So, Yoshi, hier drüben ist alles bereit. Betätig den Schalter. Eine antike Maschine. Ah, die produziert Strom. Luke geöffnet. Ah, okay, bringt was. Ist das so das Zeichen, dass die funktionieren, oder wie? Ah ja. Direktorin Pure, der Kartografiertürme an den übrigen Standorten scheinen auch alle bereit zu sein. Ja. Dann los. Link, jetzt bist du in der Reihe. Als erstes. Halte das Purebett an die Vorrichtung dort, ja? Okay. Aktiviert ist es. Jetzt ist die Luke offen. Damit ist unser Kartografierter nun auf deinem Purebett registriert. Damit sollte auch der Teleporter einsatzbar sein. Du kannst jederzeit auf die Plattform jedes registrierten Kartografierturms teleportieren. Na, begeistert? Eine geniale Erfindung, oder nicht? Alter, das hast du dir von den Türmen aus Breath of the Wild abgeschaut. Tu nicht so. Aber das ist noch lange nicht das Tollste an diesen Kartografiertürmen. Sein Hauptwerkzeug ist, wie der Name schon andeutet, als erstes das Erstellen von Karten. Von oben, natürlich, ne? Da wird man hochgeschossen, wahrscheinlich. Nur dank ihm ist es möglich, die Topografie der Umgebung mit dem Purebett zu erfassen. Juhu. Beeindruckend, oder? Zum Kartografieren muss man allerdings sehr gut mit dem Parasegel umgehen können. Außerdem, ja, außer dir gibt's da nicht besonders viele Kandidaten. Wir könnten die Sache folglich bisher noch nicht testen. Also, wärst du da mal so freundlich? Hier, bitteschön. Die gibt uns den Scheiß. Vom Pura erhaltenes Hilfsmittel zum Fliegen. Gibt's auch schon in Breath of the Wild. Dann zeig uns mal, was du kannst. Aha. Die wechselt auch nie den Gesichtsausdruck, oder? Viel Erfolg beim Abschluss. Beim Abschuss! Ich meine natürlich Abschlusstest. Wenn man sich in der Zeile verliest, ist man auch gut. Aha. Ich werde alles vom Forschungslabor aus observieren. Das heißt beobachten. Ja. Sobald der Abschlusstest abgehakt ist, folgt eine letzte Besprechung für die Suchaktion nach Prinzessin Zelda. Zuerst müssen wir die vom Kataklysmus betroffenen Orte auf der Karte verzeichnen. Also, los geht's.
Okay. Geile Aussicht. So. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Deine Himmelskarte aktualisiert. Okay, hier gibt's nicht viel. Ich werde jetzt mal einen Versuch machen. Bin gespannt, ob das geht. Ich meine, aufs Schloss komme ich so nicht, aber... Wobei... Wetten würde ich da nicht drauf. Also könnte ich nämlich doch gleich den Krog holen, den ich vorher nicht geholt habe. Oder beziehungsweise nicht mehr holen konnte. Habe ich, Ausdauerfraß bei mir? Nee. Natürlich nicht. Dürfte auch gar nicht notwendig sein. Dürfte gar nicht notwendig sein. Selbst bei meinem Ausdauerstand nicht. Mal sehen. Nee, ist nicht mal notwendig. Okay, hier liegen einfach mal Pfeile. Geil. Riecht sehr signifikant nach Krog, muss ich ehrlich zugeben. Jetzt können wir endlich wieder gleiten. Hey! Okay. Das läuft ein bisschen anders als erwartet. Wo ist der andere? Und... Oh Gott, ist das schwer. Ach du Scheiße. Oi, 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 oi. Okay. Wow.
Oi, 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 oi. Was ist das? Hartholzast. Brauche ich so gut wie gar nicht. Dankeschön. Holy shit, Alter. Was waren das für Gegner? Naja. Aber es macht... Jetzt, wo man das Parasegel hat... Schon jetzt zweimal mehr Spaß. Speisezimmer, naja. Ob ich noch was zu fressen finde, ist halt eine andere Frage. Aber es würde mich mal interessieren, wieso hat Ganondorf eigentlich das Schloss hier in die Luft katapultiert? Das macht ja gar keinen Sinn. Warum sollte man sowas Dämliches denn machen? Ist doch irgendwie voll dumm. Soldatenbogen. Na, oh, besser als nichts. Eiselanze. Naja. Eigentlich Müll. Im Übrigen lohnt sich's mal mit, öfters mit der Hand rumzulaufen. Aber hier gibt's sowieso nichts. Ich glaube, wir sollten sowas von noch nicht mal hier ansatzweise erkunden können. Aber wir machen es trotzdem, Leute. So. Jetzt mache ich aber das, was ich vorher sowieso machen wollte, nämlich den scheiß Krog endlich herholen. Und dann beam ich mich dahin zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass da oben auch einer ist. Schaut's da aus? Schaut nicht danach aus. So, und da vorne ist er ja schon. Glücklicherweise. Da oben war dann Prinzessin Zelda. Weiter rauf kommen wir ja sowieso nicht. Der Krog, der nervt ein bisschen. Also Vorsicht. Verschwendet sicher keinen guten Bogen dafür. So. Das ist nicht besonders, aber ja, ist halt so. Und oh, soll ich den... Ja. Komm, damit ich den Marker da wegsetzen kann. Das nervt sonst. Aber eigentlich sollte alles passen. Tatsache ist aber, dass das Let's Play von Tears of the Kingdom gar nicht so gut bei euch ankommt. Also, ich habe schon bessere Let's Plays abgesondert und das meine ich jetzt nicht gerade negativ, aber auch nicht positiv. Ich weiß, am Anfang ist es ein bisschen schwierig, dass man da reinfindet und das ganze Zeug hier. So. Kampftechniken. Welche jetzt genau? Ja, ja, das ist jedes Mal dasselbe, das wissen wir schon. Folge unseren Anweisungen. Ah, okay, gut, das gibt's immer noch. Okay, jetzt wird er das wahrscheinlich schneller machen. Rückwärtshalter. Okay, man muss den richtigen Moment abpassen, das ist immer so schwierig. Das ist nicht so einfach.
kannst Kraft sammeln. Also. Ja, okay, ich weiß, was das sein soll. Ja. Du hast alle Techniken gemeistert. Sehr gut. Gut, Leute. Den Rest kennt ihr ja. Ciao und bis zum nächsten Mal.